Wir hatten alle eine schöne Zeit. Wir haben gemeinsame Abenteuer erlebt. Wir waren in Wäldern, wir waren in Schulen. Wir haben zusammen trainiert, wir haben Dämonen bekämpft. Aber jetzt muss ich mich leider für einen von euch beiden entscheiden. Und die Entscheidung, die ist mir wirklich schwer gefallen. Jujutsu Kaisen, Jutsi, möchtest du diese letzte Rose haben? Nani? Ja, wenn du Demon Slayer nicht willst, nimm ich's. Danke. Ach ja, und zieh dir mal was Ordentliches an. Hä? Was denn? Hey Leute, herzlich willkommen zurück. Wir gehen heute in die zweite Runde des Blogger-Empfehlen-Videos. Ich habe vier weitere Blogger nach drei Manga-Empfehlungen gefragt und da kamen wieder echt coole Sachen bei raus. Eine Frage habe ich natürlich wieder für euch. Lest ihr englischsprachige Manga? Es gibt ja mehrere Lizenzen, die nicht nach Deutschland gekommen sind und oder vielleicht eventuell nach Deutschland kommen werden. Und dann gibt es ja ein paar Personen, unter anderem ich, die sich dann die englische Version holen. Holt ihr euch englische Lizenzen? Schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare. Fertig gequatscht, ab geht's. Viel Spaß mit den Empfehlungen der Blogger. Hallo ihr Lieben, ich bin Speckolga und ich möchte euch heute drei Mangas vorstellen, die ich euch empfehlen kann. Und den Anfang macht Perfect World, ein Romance-Manga, in dem es um Itsuki und Tsugumi geht. Und die beiden treffen sich nach ihrer Schulzeit wieder und es hat sich vieles verändert, denn Itsuki sitzt mittlerweile im Rollstuhl. Und zwischen den beiden entbrennt eine Liebesgeschichte, die aber wirklich ganz besonders ist. Denn nicht nur, dass Itsuki im Rollstuhl sitzt, das bringt natürlich auch noch ganz viele Nebenerkrankungen mit sich. Und im Laufe ihrer Liebesgeschichte müssen sie sich auch die Frage stellen, ob sie überhaupt eigene Kinder bekommen können. Und ist Adoption eventuell ein Thema? Und ich finde es richtig stark, dass ein Manga mal diese Themen behandelt, weil ich kannte bisher noch keinen, der das gemacht hat. Und ja, das hat mich sehr überzeugt. Der zweite Manga, den ich euch gerne vorstellen möchte, ist The Heroic Legend of Aslan. Ein ziemlich langer Titel, ich sage immer nur Aslan. Ja. Bekannt könnte euch die Zeichnung vorkommen, denn das Ganze wurde gezeichnet von der Fullmetal Alchemist Mangaka. Und es geht in dem Manga um Aslan, den ihr auch auf dem Cover seht. Und dieser ist ein Prinz, dessen Reich gerade quasi übernommen wurde und der aus seiner Hauptstadt fliehen muss. Er hat natürlich keine Ahnung, was um sein Reich herum passiert, denn er ist noch relativ jung. Ich glaube, 14 ist er in dem Manga. Und ich bin auf den Manga durch den Anime damals gestoßen. Der hat zwei Staffeln. Leider wurde nur eine auf Deutsch rausgebracht. Ja, und das Besondere für mich ist, er sammelt halt nach und nach Gefährten, die ihn begleiten. Wie zum Beispiel der Stratege Nasus, der halt mittlerweile als ja, Künstler lebt. Er kann aber überhaupt nicht zeichnen. Und das ist auch so ein bisschen ja, das Witzige an dem Manga, wie auch schon bei Fullmetal Alchemist. Es ist auch hier so, dass sich Spannung und Humor quasi abwechselt. Und das halt wirklich ausgeglichen ist. Und gleichzeitig merkt man, dass im Hintergrund sehr viele Intrigen eine Rolle spielen, wo ich halt sehr drauf stehe. Und ja, das finde ich ziemlich cool. Und in meinen Augen ist der Manga halt immer noch viel zu unbekannt. Ja, und der dritte Manga, der liegt mir ganz besonders am Herzen. Und zwar ist das Skip Beat, denn er begleitet mich jetzt schon sehr lange. Viele von euch kennen den Titel vielleicht aus der Daisuke damals. Und er läuft immer noch. Mittlerweile sind wir bei 44 Bänden und der Manga hat noch kein Ende in Sicht. Ich weiß, es könnte abschreckend wirken, ist es aber überhaupt nicht, denn in den 44 Bänden gab es nicht einen einzigen Band, den ich langweilig fand. In jedem Band geht es um etwas anderes. Also im Mittelpunkt steht quasi Kyoko, die ihr auch auf dem Cover seht. Und Kyoko hat früher alles für ihren Kindheitsfreund Shu getan. Und ja, sie hat das eigentlich überhaupt nicht zurückgezahlt bekommen, denn er hat sie eigentlich total ignoriert und sich einfach nur von ihr bedienen lassen sozusagen. Als ihr das bewusst wird, macht sie einen totalen Cut und sagt sich, okay, der Typ ist im Showbusiness, das kann ich auch und ich werde ihm quasi seinen ersten Platz abrennen. Ja, und das macht sie sich dann zum Ziel. Da werden ihr natürlich so einige Steine in den Weg gelegt und dazu kommt noch, dass ein Mann auftaucht, der quasi Shus Erzrivale ist. Und der ein extrem bekannter Schauspieler ist. Und Kyoko und er haben eine besondere Verbindung, die aber erst im Laufe des Mangas quasi klar wird. Und ja, also wie gesagt, jeder Band nimmt mich halt wieder aufs Neue mit. Es ist auch egal, wenn ich monatelang auf einen neuen Band warten muss. Es ist einfach jedes Mal so, als wenn ich wieder zurück nach Hause komme quasi. Und deswegen kann ich euch den Manga sehr empfehlen. Also diese drei müsst ihr unbedingt lesen.
Danke, Pro, dass ich hier sein darf und euch auch ein paar Manga vorstellen kann. Auf jeden Fall, ich habe euch zwei Reihen und ein Einzelband mitgebracht. Und dann starten wir jetzt mal. Also als erstes habe ich für euch Nie wieder Minirock, eine sehr, sehr gesellschaftskritische Reihe. Sie besteht bisher aus zwei Bänden. Leider ist die Mangaka erkrankt. Ich hoffe, dass sie bald wieder gesund ist und uns neue Bände zeichnen kann. Auf jeden Fall, es geht um sexualisierte Gewalt. Es geht darum, was Frauen und Mädchen tagtäglich miterleben müssen. Und es ist einfach super, ihr müsst es euch angucken, weil nicht nur diese eine Seite beleuchtet wird, sondern auch die andere Seite, quasi die Menschen, die das überhaupt nicht so wahrhaben, die das belächeln. Und das ist nicht nur so, dass das Männer tun, sondern auch Frauen in dieser Reihe. Und deswegen ist es einfach super. Unsere Protagonistin hier vorne handelt auch total interessant und steht auch für Menschen ein. Das ist Nina und Nina möchte einfach nie wieder Röcke tragen. Sie hat ein schlimmes Erlebnis in ihrer Vergangenheit erlebt, was sie dazu bringt, einfach nie wieder einen Rock anzuziehen. Sie zieht sich nur noch Hosen an und hat sich die Haare kurz geschnitten. Ja, also guckt euch die Reihe an. Sie lernt in ihrer Schule noch einen Klassenkameraden kennen, der hinter ihr Geheimnis kommt und das kann natürlich alte Wunden wieder aufreißen. Es ist eine super Reihe, guckt es euch an. Es lohnt sich. Als nächstes habe ich für euch auch eine Laufenreihe, die bisher aus drei Bänden besteht. Das ist ultramäßig süß. Also die Reihe heißt Monstermäßig verknallt und es geht einfach um unsere Protagonistin, die ihr vorne seht. Immer wenn ihr Herz anfängt zu rasen, dann verwandelt sie sich einfach in eine Art Godzilla. Das ist so cool. Es ist auch einfach irgendwie witzig. Ich meine, es ist eine süße Mädelsgeschichte, beziehungsweise über ein süßes Mädchen, die sich verliebt. Und dann, wenn ihr Herz anfängt zu klopfen, verwandelt sie sich einfach in dieses Monster. Also es ist auf jeden Fall nicht nur eine Geschichte, die Frauen oder Mädchen anspricht. Lest sie einfach. Sie ist ultra süß, bringt euch zum Lachen und es ist einfach niedlich. Guckt euch diese Schrift an, sie passt auch perfekt zu der Reihe. Ja, die Situationen sind ultra witzig, wenn sie sich verwandelt. Zwischendurch verwandelt sie sich auch nur so halb. Das heißt, wie hier auf dem Cover, dass sie einfach ihre Finger verwandelt oder hinten ein Schwanz plötzlich erscheint. Das ist super witzig. Die Situationen sind super lustig und eine Empfehlung geht raus. Ihr müsst euch diese Reihe angucken. Sie ist super schön und ja, sie bereitet mir so viel Freude. Also, guckt rein. Als nächstes habe ich für euch Candy Up Raw. Es ist so cool. Leute, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich einfach auf Essen stehe und auf Süßigkeiten. Boah, ich könnte einfach den ganzen Tag von Essen reden. Das ist so Wahnsinn. Ich liebe es einfach. Und als ich diesen Band gesehen habe, das ist ein Einzelband, er ist leider sehr, sehr dünn. Ich musste ihn einfach haben. Es geht um einen Süßigkeitenforscher, der heißt Thilo. Und in seinem Labor hat er es geschafft, einen lebendigen Lolli zu kreieren. Und dann stellt sich raus, er hat gar keine Maschine für lebendige Süßigkeiten erfunden, sondern einfach einen Teleporter. Und dieser Lolli kommt einfach aus einem anderen Universum und möchte unbedingt wieder zurück, weil er da eine Frau und seine süße Tochter hat. Ja, allerdings kommt jetzt auch noch ein süßigkeitenhassender Cyborg mit rein, der Süßigkeiten verachtet und einfach Thilos Labor zerstören möchte. Es ist super witzig, guckt auf jeden Fall rein. Und damit verabschiede ich mich hier. Tschüss! Mein Name ist Stefanie und ich bin das Fuchsmädchen von Instagram. Ich freue mich, heute hier dabei zu sein. Starten möchte ich mit Silence, ein Manga aus dem Self-Publishing von Ed, einer deutschen Künstlerin. Wir befinden uns hier im Boys Love Genre, wobei wir hier noch nicht so viel davon merken. Aki ist Fotograf. Eigentlich fotografiert er lieber Landschaften und Tiere, soll für seine neue Firma aber eine Uhr in Szene setzen. Wohl oder übel braucht er ein Model. So trifft er auf Suano. Das ist nur ein Prequel, super, super dünn. 10 Euro, schon eine Investition, die man sich überlegt. Aber beim Drüberstreichen, Gänsehaut. Das ist so, so beeindruckend. Die Zeichen sind super, super detailliert. Zum Kinktober gibt es immer noch die Kinktober Artbooks, die die Geschichte der beiden auch aufgreift. Ich liebe Ed als Zeichnerin. Ich fangirle sie sehr. Ich kann es nur empfehlen. In diesem ersten Kapitel lernt man schon die beiden Charaktere ein bisschen kennen. Man kriegt ein Gefühl für das Miteinander.
Mich hat es sofort gepackt und ich freue mich, wenn es weitergeht. Weitere Empfehlung, Given, eine der derzeit sicherlich beliebtesten Boys Love-Reihen. Vor allen Dingen, wenn man neu im Genre ist, lohnt sich die Reihe auf jeden Fall. Sie ist sehr seicht und sanft. Es geht um Mafuyu, der eine Band findet. Und innerhalb der Band entstehen halt auch Pärchen, aber es steht halt mehr die Musik im Vordergrund. Mafuyu hat eine traumatische Vergangenheit, über die wir im Laufe der Geschichte mehr erfahren. Derzeit gibt es 5 Bände, es sind auch alle noch erhältlich. Ja, Band 6 erscheint demnächst im Juni und dann geht die Geschichte auf jeden Fall weiter. In der dritten Empfehlung Lust auf ein Date. Mittlerweile sind 4 Bände erschienen bei Ultraverse. Genau, es ist ein Girls Love. Miwa und Seiko lernen sich am ersten Tag in der Uni kennen. Ich liebe die Reihe von Herzen. Die beiden lernen sich kennen, finden raus, dass sie beide auf Frauen stehen und gehen eine Beziehung ein. Ja, das geht ein bisschen Knall auf Fall. Ist mir aber irgendwie lieber als dieses ewige Hin und Her und ja und nein und vielleicht und doch nicht. Es ist eine wirklich herzenswarme Reihe. Sie ist so lustig und vor allen Dingen so real. Es ist wie aus dem echten Leben. Das Thema Girls Love, Homosexualität spielt hier eine untergeordnete Reihe. Und vor allen Dingen spielen die beiden in einer Band. Und die Nebencharaktere kommen auch nicht zu kurz. Die Freunde, man kann über die Freunde lachen. Es ist wirklich einfach ein großartiges Zusammenspiel. Band 1 war hierbei ein Rezensionsexemplar und vielen lieben Dank an Ultraverse dafür. Hi, ich bin Simon vom namenlosen Manga-Cast und ich darf euch heute 3 meiner absoluten Lieblingsreihen empfehlen. Also fangen wir mal an mit etwas Aktuellem. Und zwar I Hear the Sunspot. Die Reihe ist in 2 Bänden abgeschlossen bei Carlsen erschienen und die Nachfolgereihe I Hear the Sunspot Limit ist mittlerweile auch schon auf dem Weg. Worum geht es in dem Manga? Es geht um 2 Studenten, die sich auf einer Uni kennenlernen und aus komplett unterschiedlichen Lebenswelten stammen. Das heißt, der eine kommt eher aus ärmlicheren Verhältnissen, der andere hat alles im Überfluss. Der ärmlichere von beiden ist körperlich vollständig gesund, der andere lebt an der Grenze zur Gehörlosigkeit und lebt allein deswegen schon in seiner komplett eigenen Welt. Und der Manga begleitet die beiden dabei, wie sie diese ganzen Differenzen überbrücken und sich zunehmend annähern und wo das dann endet, das lasse ich jetzt mal offen. Aber besonders macht die Geschichte für mich auf jeden Fall, dass sie wahnsinnig sensibel erzählt wird und ganz feinfühlig und ohne künstliches Drama auskommt. Also ist wirklich eine Ausnahmeerscheinung im Boys Love-Bereich und allein deswegen schon absolut lesenswert. Als nächstes würde ich euch Basara ans Herz legen. Das ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsreihen. Die ist schon ein bisschen älter und damals bei Egmont erschienen. Das heißt, die ist leider nicht mehr wirklich erhältlich. Ich glaube, sie lief auch nicht wirklich gut. Das sind 27 Bände, die ihr euch zusammensuchen müsstet. Aber wer sich dieser Mammutaufgabe stellt, der wird wirklich mit einem ganz besonderen Erlebnis belohnt. Also es ist eine episch erzählte Abenteuergeschichte über eine junge Frau, die direkt zu Beginn ihren Bruder verliert. Also sie wächst in einem Dorf auf und in dem Dorf gilt der ältere Bruder von ihr als Schicksalskind, der das Land zur Revolution führen wird. Denn die politischen Mächte, die da im Werk sind, die richten das Land zugrunde. Und dieses Dorf wird von einer Armee überrannt. Der Bruder wird getötet und sie schlüpft dann in die Rolle dieses Bruders und versammelt immer mehr Menschen hinter sich, überzeugt immer mehr Menschen von sich, reist durch das ganze Land, erlebt alle möglichen Abenteuer, stellt sich allen möglichen Mächten und versucht halt auf diesem Weg das Land zur Revolution zu führen. Ob sie das schafft, das müsst ihr selbst herausfinden. Besonders toll finde ich an dem Manga das große Arsenal an Charakteren, die alle ganz liebevoll ausformuliert wurden. Also es gibt kein Gut und kein Böse, es gibt einfach nur Menschen mit Schicksalen, die einem ans Herz gehen und die aufgrund ihrer einzelnen Schicksale einfach unterschiedliche Prioritäten haben. Man weiß überhaupt nicht, mit wem man mitfühlen soll. Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Es ist, muss ich nochmal sagen, sehr, sehr schlau geschrieben. Es gibt unheimlich viele Wendungen, die man so nicht kommen sieht, obwohl sie prinzipiell sehr logisch sind. Also macht euch auf die Suche, würde ich sagen. Zum Schluss noch was Aktuelleres, und zwar Mushishi. Das erscheint zurzeit bei Manga Cult in dieser tollen Perfect Edition. Das heißt aber auch, dass es ein bisschen hochpreisiger ist, also 15 € pro Band. Aber die Geschichte und die Aufmachung sind das Geld auf jeden Fall wert.
In dem Manga geht es um einen Reisenden namens Ginko, der als einer von wenigen Menschen in der Lage ist, bestimmte Wesen zu sehen, die sogenannten Mushi. Die sehen weder Tier noch Mensch oder Pflanze, die sehen auch nicht gut oder böse, die wollen einfach nur überleben und es kommt gelegentlich mal zu Komplikationen, wenn die mit Menschen in Berührung kommen. Und in sich abgeschlossenen Episoden werden wir Zeuge von gewissen Einzelschicksalen und Ginko versucht den Menschen oder den ganzen Dörfern halt zu helfen, aber auf eine Art und Weise, die nicht die Auslöschung der Mushi zur Folge hat, sondern er versucht immer alternative Lebensarten anzubieten oder alternative Lebensorte und das geht immer, es läuft immer auf so einen Kompromiss hinaus und das gefällt mir persönlich sehr gut, das ist eine ganz schöne Message, die da vermittelt wird. Das, also vom Lesegefühl, das ist auch ganz einzigartig, das ist wahnsinnig entspannt und fast schon meditativ, man taucht da in diese ursprüngliche, naturfokussierte, fantastische Welt ein und es ist einfach wie Urlaub von der Welt. Es ist wie Urlaub von den Alltagssorgen und vom alltäglichen Leben und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Das war's jetzt auch. Ciao! Ich habe euch natürlich auch noch eine Reihe mitgebracht und zwar Blue Giant Supreme. Blue Giant Supreme ist eine echt schöne Reihe, wäre auch beinahe in meinen Top 5 Highlights für 2020 gelandet. Aber ich bin einfach Action-Fan und das hat leider nicht so gepasst für einen Slice-of-Life-Musiktitel. Dennoch eine sehr, sehr schöne Reihe. Wer mal Lust hat auf was Ruhiges, sollte sich das unbedingt mal geben. Denn wir haben hier einen Main-Character, der sich Dai nennt und der will der beste Saxophonspieler der Welt werden, reist nach Deutschland und kämpft sich da sozusagen ohne die Sprache zu sprechen durch. Und das macht echt Spaß, weil der Charakter ist extrem liebenswürdig. Und hart motiviert, der will einfach und der übt und überzeugt einfach alle möglichen Leute da und das macht so viel Spaß. Und ich werde ja auch immer öfters gefragt, hey Brown, das ist ja ein Musikmanga und man hört ja eigentlich keine Musik, aber ich kann euch immer wieder nur sagen, die Zeichnungen sind so gut dargestellt, dass man einfach wirklich denkt, man hört Jazz. Und das ist unglaublich. Man fühlt auch mit den ganzen Charakteren mit. Man sieht diese Gesichtsausdrücke, die Gefühle in den Gesichtern und so weiter. Und das hat mir wirklich öfters mal Gänsehaut gemacht. Und das ist so die einzige Reihe, die das irgendwie richtig hart schafft. Und deshalb mag ich sie auch sehr, sehr gerne. Wird mit 11 Bänden hier abgeschlossen sein. Wir haben derzeit 4 Bände in Deutschland. Wir kriegen jetzt demnächst den 5. Und im September von Carlsen noch das Prequel, sozusagen wie Dai überhaupt angefangen hat, dann Saxophonspieler werden zu wollen und so weiter. Habt da echt Bock drauf, werdet mir die Reihe auch holen und ich denke doch, wer mal etwas Ruhiges braucht für nach der Arbeit, nach dem Studium, nach der Schule und gerne mal auch Nischentitel liest, sollte unbedingt mal Blue Giants sich antun. Macht sehr, sehr viel Spaß in der Hinsicht. Ist mal eine schöne Entspannung, eine sehr schöne Reise und kann ich nur dahingehend empfehlen. Das waren alle Empfehlungen. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß und konntet euch vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Ich würde mich natürlich über ein Abo und einen Daumen freuen und wir sehen uns natürlich dann in einem nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, euer Brown. Ciao, ciao.